Kevin, vielen Dank, dass du noch die Zeit gefunden hast jetzt und auch und trotz deiner Stimme noch für ein bisschen Q&A zur Verfügung stehst, also Frage und Antwort. Also dann vielen Dank erstmal, dass du dir diese Arbeit gemacht hast, diesen ganzen Vortrag für uns zusammenzustellen. Ist ja auch ein ganz schönes Pfund, was du hier da an Daten und Zahlen zusammengepackt hast. Was können die Zuschauer mitnehmen? Was ist da die Kernbotschaft von dem Vortrag von dir heute? Also die Kernbotschaft ist, dass Propaganda von denen, die sie machen, verdammt gut gemacht wird und dass sie auf einer Klaviatur spielen, die einfach in uns wohnt. Wir sind Herdentiere und dass dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, was man auch als Kameradschaft zum Beispiel bezeichnen kann, so wird es den Menschen gar nicht geben, das kann man natürlich auch gegen den Menschen benutzen. Also von daher ist es nicht so, man muss die Kameradschaft ablegen, man müsste Solist werden und alle ins Homeoffice, funktioniert nicht. Man sollte einfach wachsam sein und erkennen, dass das, was uns umgibt, dass das eine permanente Propaganda ist. Und ich glaube einfach, wir sollten anfangen, Medien vollkommen anders zu sehen, weil das ist natürlich alles von Massenmedien gemacht. Und überlegen, okay, wenn wir das verstanden haben, dann kann man sich auch dagegen wehren. Ich bringe mal das Beispiel, es gibt ja diesen Film The Sixth Sense, wer den Film kennt, das ganz am Schluss merkt man, huch, der Bruce Willis, der Hauptdarsteller, der ist tot. Und mit dem wird immer geredet, also er redet, aber niemand redet mit ihm. Und wenn man das am Schluss mitbekommt, die haben mich die ganze Zeit getäuscht. Propaganda ist eine ganz hervorragende Täuschungsmethode, die von Profis gemacht wird. Da geht man immer auf den Leim, aber wenn man vorher den Zaubertrick verrät, dann funktioniert der nicht mehr. Das lässt sich nicht immer durchhalten, weil Werbung, all das, was wir haben, ist Propaganda. Aber wenn man, wie gesagt, das mal durchschaut hat, dann fängt man an, sich eigene Gedanken zu machen. Und das beginnt mit der ersten Frage, wenn man irgendetwas liest, irgendetwas hört. Wer will, dass ich jetzt was denke? So, und dann selber recherchieren, wie könnte es denn auch anders sein? Also sich seine eigenen Medien zusammenbauen und Medien können auch seinen Nachbarn, über die schlecht gesprochen wird. Also Kontaktaufnahme mit russischen Familien, ob die wirklich so böse sind zum Beispiel. Oder ob jeder, der im Orient war, automatisch ein Terrorist sein muss oder eben nicht. Sich selbst aufmachen, sich selbst schlau machen und eben nicht leben sie, wir kümmern uns um die Details, sondern sagen, ich will selbst leben, ich möchte mich selbst informieren, weil Medien sind eine böse Waffe. Ich kann dir eben nicht wie in Syrakus über den Fischmarkt gehen und mir die Fische angucken, da habe ich sie nicht probiert, aber wenn ich eben Zeitung lese, das ZDF anmache, dann ist das in meinem Kopf, da kommt es zu einer mentalen Vergiftung, da muss man sehr vorsichtig sein, was man da an Medien konsumiert und da einfach ein Bewusstsein entwickeln und ich glaube einfach sagen zu können, man kann sich wehren, das ist anstrengend, aber dann ist es auch das eigene Leben und dazu rate ich, das eigene Leben zu führen. Ja, du kommst ja aus der digitalen Diaspora zurück. Was war denn für dich der Grund, dass du jetzt wieder sagst, okay, ich gehe wieder auf die Bühne, ich möchte Menschen Dinge mitgeben, die ich recherchiert habe. Gab es da einen Impuls für dich, dass du gesagt hast, okay, jetzt wieder raus in die Welt? Ich habe ja KenFM gegründet 2001 im April. Das war ja erstmal eine Radiosendung. Ich bin ja eigentlich jemand, ich komme ja aus der Kulturredaktion, also aus dem Rock'n'Roll-Business. Ich habe ja auch Bands mitveranstaltet, war auf Tour. Aus dieser Radiosendung wurde dann nach 10 Jahren eine Internetsendung, weil ich wurde ja abgesetzt wegen was auch immer. Und dann habe ich ein Internetportal gegründet, KenFM, wo ich Journalismus im Akkord gemacht habe. Das war ja schon Workaholic. Serien wie Im Gespräch oder Positionen, Me, Myself in Media. Das war ja praktisch das, was ich jetzt gemacht habe, 24 Stunden am Tag. Und das wollte ich irgendwann nicht mehr machen, weil ich habe ja hingeschmissen nach der letzten Ausgabe von MMM, weil ich festgestellt habe, es liegt nicht daran, dass die Leute nicht informiert genug sind, sondern man muss sie dazu bringen, dass sie auch aktiv werden. Ich habe ja damals den Spruch geprägt, aktiv ist, wer aktiv ist. Und ich habe es bei Daniele Ganzi auch beobachtet und bei mir auch bei den Mahnwachen. In dem Moment, wo man tatsächlich auf einer Bühne ist, wo man in touch ist, wo man frei spricht, was ich ja gut kann, wird man nahbar. Und dann fangen Leute an, sagen, ich glaube, ich will da mitmachen in Bewegung. Ich glaube, das war bei allen so, die in irgendeiner Weise Menschen beeinflusst haben, ob sie Martin Luther King oder Jesus Christus waren, die kamen eben nicht gestreamt, die waren real, die waren echt, die waren street, so. Und was ich ja möchte, ist nicht nur, dass Leute informiert sind und ohnmächtig sind und sagen, ist ja alles ganz schrecklich, da kann man ja gar nichts machen, sondern dass wir gemeinsam in die Spur kommen. Und natürlich ist das so, dass es Menschen gibt, die ab Werk mutiger sind, das hat auch mit der Biografie zu tun, aber ich glaube, wenn wir alle gemeinsam etwas zusammen machen, dann reicht der Mut für auch die weniger mutig sind, damit die in Bewegung kommen. Und das möchte ich ja. Ich möchte, dass es eben nicht so ist, wie ich oft Post bekommen habe, werd Bundeskanzler oder gründet eine Partei und dann wähle ich dich. Dann bleiben die Leute ja passiv. So, natürlich ist das so, dass ich als jemand, der sehr schnell bis irgendwann zu frustriert war, so lange Friedensbewegung, da tut sich gar nichts auf den Straßen und habe überlegt, was man machen kann. Ich habe ja die letzten 20 Jahre sehr viel digital kommuniziert, hatte dann ab 2014 mit den Mahnwachen plötzlich gemerkt, okay, da ist eine Bewegung, die endete ja auch bei Ballweg, der dann in Stammheim gesiebte Luft atmen konnte. Ich wollte spätestens nach Stuttgart und der halben Handgranate nicht den Duschke-Moment produzieren,
reduzieren, also dass mich ein Querschläger eines Quer trifft und das heißt, es war bestimmt ein Querdenker. Also habe ich überlegt, ist das sinnvoll, weiter im Akkord zu arbeiten oder ziehe ich mich zurück und versuche eine andere Art von Information auf die Straße zu bringen, dass man auch mitmachen kann. So, und da habe ich gedacht, okay, ich gehe jetzt, auch wenn es nicht vielleicht so aussieht, ich gehe ja stark auf die 60 zu, ich habe keine Lust mehr nur Interviews zu machen, das ist alles schon geführt worden, habe aus KenFM Apolut gemacht, die Interviews werden dort weitergeführt, aber die, die das die letzten 10 Jahre gesehen haben, die wissen eigentlich Bescheid, aber für den Newcomer ist es immer wieder interessant, ins Archiv zu gehen, ist auch alles in Ordnung, Tagespolitik, aber in Wirklichkeit ist es ja eine Musterwiederholung und ich denke, dass es ganz wichtig ist für Leute, die in irgendeiner Weise inspirieren, ob die jetzt wollen oder nicht, dass die sich der Verantwortung stellen und sagen, okay, wie komme ich in Kontakt mit den Leuten und da orientiere ich mich natürlich an jemanden wie Daniele Ganser, der auch deswegen so bewegend ist, weil bei den Treffen kann. Und dann habe ich gesagt, okay, ich habe jetzt eine große Chance, indem ich auf eine Vortragsreise gehe und die Chance besteht darin, dass ich nicht nur Leute treffe, sondern ich weiß, wann Schluss ist. Weil ich habe vorher nur noch gearbeitet, das ging auch zulasten meines Privatlebens und meiner Familie und jetzt kann ich mir auch digitale Auszeiten nehmen, was aber nicht heißt, dass ich mich vor der Aufgabe drücke. Viele haben gesagt, der ist jetzt abgetaucht, was macht der denn eigentlich? Ich habe in den letzten Jahren sehr viel Informationen gemanagt und ich wusste, ich würde zurückkommen, aber dann mit einer Form von Information, die meiner Meinung nach auch noch ein bisschen erwachsener ist, die wissenschaftlicher ist. Deswegen habe ich es auch geskriptet. Ich könnte das auch frei sprechen, aber ich wollte es geskriptet. Es sollte einfach klar wissenschaftlich sein, damit Leute sagen kann, okay, ich kann das eben auch zitieren, damit Menschen dann in die Spur kommen und sagen, okay, es gibt ihn wirklich und es hat mich inspiriert, es bewegt mich. Da, wo ich jetzt schon bin, da mache ich weiter oder jetzt ist der Stein gefallen, ich werde jetzt Teil der Friedensbewegung. Und dazu braucht man kein Abitur. Weil mir ist aufgefallen, all diejenigen, die ich auch vorhin zitiert habe, ob sie Malcolm X heißen, Rosa Parks, das sind alles Leute ohne einen universitären Abschluss. Das sind alles Leute, die Street sind. Ja? Und das heißt, man spürt ja schon, dass irgendetwas da draußen nicht stimmt, aber man braucht vielleicht jemanden, der einen anschubst. Und wenn ich dazu beitragen kann, neben vielen anderen, dass man denkt, weitermachen, dann habe ich was erreicht, weil wir sind ja letztendlich nicht nur uns verpflichtet, mein Leben ist zum größten Teil schon rum, sondern unsere Kinder und Enkelkinder, die dann fragen, so, hast du denn die eigentlich aus der Verantwortung gestohlen? Und ich mache das jetzt eben noch als Vortragsreihe und werde da die ein oder andere Location bespielen. Ich weiß noch nicht, wie viele ich machen werde, wo ich denke, okay, das kann ich tun, aber ich ziehe mich dann auch zurück, weil sonst ist es so ein bisschen so, wie bei einem Vater, der sehr gut kochen kann und die Kinder können überhaupt gar nicht kochen, weil immer, wenn die anfangen wollen zu kochen, sagt der Vater, ich mache das jetzt und so. Sondern genau die richtige Mischung zu finden, dass Leute sagen, okay, ich möchte aktiv werden und wenn ich derjenige bin, der diesen Bob anschiebt, dann habe ich meinen Job gemacht und den mache ich. Okay, wenn ich dich schon hier sitzen habe, brauche ich natürlich auch deine Meinung zu unserer feministischen Außenpolitik. Ich habe gerade heute erfahren, dass Frau Baerbock jetzt die bekannteste deutsche Politikerin in China geworden ist, aber nicht im positiven Sinn, sondern ihre 360-Grad-Wende macht also wirklich die Runde um die Welt. Und ich möchte hier mal einen Tweet zitieren, den ich vor kurzem entdeckt habe. Ihr habt die Irren zu Normalen erklärt und die Normalen zu Rechten und die Realität zu einer rechtsextremen Verschwörung. Natürlich leben wir nun in einer Irrenanstalt. Dein Take auf die vom Völkerrecht kommende. Ich möchte mich eigentlich nicht zu Frau Baerbock und diesen armen Menschen in irgendeiner Weise äußern. Das wäre nicht fair. Das sind ja alles Leute, die über den, sage ich mal, zweiten Bildungsweg zur eigenen Sprache gelernt haben und die gar nicht können. Die alle irgendwie über diese Young Leadership Sachen gelaufen sind. Das sind alles Menschen, die haben keinerlei Persönlichkeit. Aber man redet ja heute den Jugendlichen ein über den Machbarkeitswahn, dass jeder alles werden kann. Eben nicht. Man braucht ein Grundtalent, frei zu sprechen und selber zu denken. Das kann Frau Baerbock gar nicht. Aber deswegen sitzt sie ja genau da. Die hat Text, aber der Rest davor war ja auch noch nicht besser. Spielt keine Rolle, solange diese Leute in diesen Positionen sind, ohne dass die Menschen lachen. Ohne dass die klugen Menschen in diesem Land sagen, Entschuldigung, das kann ja wohl nicht sein, sitzt sie da schon richtig. Ja? Das soll alles so sein, weil das reine Staunen oder Kritisieren, wer sitzt denn da, muss ja, ja, warum stehst du denn noch, wenn die da sitzt? Geh doch mal auf die Barrikaden und jag die aus ihrem Amt, das kann doch nicht dein Ernst sein. Aber wie gesagt, viel hohler als diese Frau kann man noch werden, das wird sich alles noch steigern, das endet in dem Film wie Idiocracy, das werden wir noch erleben. Aber wenn die außerparlamentarische Opposition nur darüber Witzel macht, aber von denen ja weiterhin regiert wird, wird sich nichts ändern. Ich habe aufgehört, mich durch so etwas nur provozieren zu lassen. Ich mache meine eigene Außenpolitik, so wie ein Uwe Schattauer. Ich mache meine eigene und zerreiß mir nicht das Maul am Stammtisch, wie doof die eigentlich ist und habe die aber gewählt oder was anderes gewählt. Ich mache auch nicht alle 4 Jahre mein Kreuz irgendwo, sondern ich wähle jeden Tag durch die Art meines Konsums oder Verzicht und an dem Tag, wo gewählt wird, da habe ich frei. Weil dass wir natürlich in einer Analphabeten-Demokratie leben, die uns einfach nur an der langen Hand verhungern lässt, das wissen wir doch auch alles. Aber es ist sehr unbequem, aus dieser Haltung dann in einer
eine Haltung des täglichen Handels zu kommen. Und das ist nämlich auch der Job von einer Frau Baerbock oder wen du auch immer nimmst, Scholz. Deren Job ist ja vor allem nicht nur, dass sie schuldig sind, sondern dass ich eben unschuldig sein kann, weil die macht das ja alles. Nee, ich lasse das zu. Und solange ich diesen Käse zulasse, indem ich meine Zeit verschwende, das noch lange kommentiere, aber untätig bleibe, habe ich diese Frau verdient. Die habe ich einfach verdient. Okay? So. Es ist leicht, sich über diese Menschen lustig zu machen. Frau Baerbock meint es wirklich nicht böse, aber sie ist halt schlicht. Okay? Gut. Okay, vielen Dank für dieses schlichte Statement. Eine letzte Frage. Du hast ja hier am Schluss auch noch die geopolitische Lage aufgezeichnet und momentan sieht es ja auch wirklich alles auf Eskalation aus. Was denkst du denn, ist schwierig bei Prognosen, die Zukunft betreffen, ja, da was zu sagen, aber was denkst du denn, was jetzt, wie du so schön sagst, Phase ist in der nahen Zukunft? Hast du Hoffnung, dass genügend Menschen aufwachen rechtzeitig oder denkst du, wir müssen uns jetzt erstmal warm anziehen in Zukunft? Also, ich habe das Problem, ich leide ja unter dem Cassandra-Komplex, das habe ich schon 2001 auf meiner Homepage geschrieben. Ich kenne die Zukunft, kann sie aber nicht verhindern. Das ist aus 12 Monkeys entnommen. Ja? So, wenn man das, was ich mache, macht, das ist nichts anderes als Mustererkennung. Die kochen ja immer nach denselben Rezepten. Deswegen ist es so, die Amerikaner oder dieses Imperium kann nicht verlieren. Und jetzt muss man nur gucken, dass dieses Imperium, wie taumelt dieser Riese? Und wenn wir nicht wollen, dass der Atomat taumelt, dann müssen wir uns von diesem Riesen emanzipieren. Und wenn wir aber glauben, dass wir es den üblichen Verdächtigen überlassen sollen, weil die werden das schon machen, das können die gar nicht, weil die haben ja in der Atlantikbrücke das eigene Denken verlernt. Am Ende wird wieder jeder sagen, wie konnte das passieren? Das ist wieder die Schlafwandler. Unsere Experten sind in einer Sekte. Und wenn wir jetzt hingucken und sagen, hoffentlich drücken die nicht auf den Knopf, es gibt ja auch einen gewissen Automatismus, ich sage nur Abel Archer, 83, möchte ich gar nicht länger aufführen, dass wir hier noch sitzen, ist auch reines Glück und reiner Zufall. Und ich kann nur sagen, sie werden in der Ukraine so lange zündeln, bis irgendjemand überreagiert, da reicht ja eigentlich ein Angriff eines Atomkraftwerkes und das kann dann eskalieren, dann ist es am Ende keiner gewesen, aber das nützt uns in München überhaupt nichts, dass irgendjemand den Knopf gedrückt hat. Und das hätte man ja, wir alle wissen, dass wir von Wahnsinnigen beherrscht werden und wir alle wissen, dass diese Wahnsinnigen auf der Lohnliste der Rüstungsindustrie stehen. Auf was warten wir? Wir sollten diesen Leuten in den Arm fallen, denn sie riskieren die Zukunft unsere Zukunft, die Zukunft unserer Kinder und sie riskieren die Zukunft des Planeten. Sie riskieren nicht das Leben, weil das Leben würden sie nicht kaputt bekommen. Sie bekommen das menschliche Leben kaputt. Und ich glaube, die Aufgabe, die wir jetzt haben, ist zu sagen dazu, ich fühle mich durch denen, die nicht nur schlecht vertreten, die sind gemeingefährlich. Und wenn wir heute uns anschauen, die Attentäter vom 20. Juli, ja, wollen wir wirklich so lange warten, bis sie sagen, das geht so nicht mehr, wir müssen auch nicht gewalttätig werden, aber einfach auf die Straßen gehen und einfach den Gehorsam verweigern. Es kommt die Wehrpflicht wieder. Das ist schon angedeutet. Das nennt sich jetzt Dienstpflicht. Ich habe schon in der Süddeutschen wieder gelesen, rührt euch von Herrn Maskelow. Wohin läuft das? Ein Land, was aufrüstet, was die Wehrpflicht bringt, was macht das wohl? Das macht das, was alle Länder gemacht haben. Rüstung wird aufgerüstet, Soldaten, um Krieg zu führen. Wollen wir das ein drittes Mal wiedersehen und sagen, das konnte ich mir gar nicht erklären, Aufrüstung, Soldaten, dann führen die damit Krieg. Das werden keine Kochkurse. Das ist das. Und ich bin nicht bereit, meine Kinder in Uniform zu stecken, damit die das beweisen, was ich schon vorher weiß. Die sollen verheizt werden. Auf gar keinen Fall. Und hier sind wir mal berufen, sagen, ich mache diesen Scheiß nicht mehr mit. Aufstehen, dagegen sein. Ich lasse es nicht mehr gefallen. Ganz einfach. So. Und das wird auch keiner übernehmen. Das wird keiner übernehmen. Und wenn ich sage, das ist mir zu gefährlich, gefährlich ist, wenn du sitzen bleibst. Weil richtig gefährlich ist, wenn es hier wirklich Kettenfahrzeuge durchkommen. Das wird wirklich gefährlich. Ja, lieber Kevin, dann sage ich vielen Dank für den ganzen Abend. Das war sehr kurzweilig und informativ. Danke für dein Sein, für deine ganze Arbeit und euch wünsche ich alles einen guten Tag. Und die gute Nachricht zum Schluss, Wissenschaftler haben festgestellt, bei Regen werden kleine Menschen später nass. Also in diesem Sinn, alles Gute, bis bald mal wieder. Ja, tschüss. Danke.